Wie das Wirtschaftsleben die Menschenrechte beeinträchtigen kann, war das Thema eines Forums hier bei den Vereinten Nationen in Genf. Die alljährlich stattfindende dreitägige Veranstaltung versammelte führende Personen aus der Wirtschaft, Regierungsvertreter, Nichtregierungsorganisationen und Zivilgesellschaften. Mehr als 1500 Menschen aus über 100 Nationen nahmen teil. Die Erfahrung zeigt, dass weitere Schritte zur Schaffung einer strafferen Wirtschafts- und Menschenrechtsordnung notwendig sind, einschließlich nationaler Maßnahmen in Bezug auf Wirtschaft und Menschenrechte, wie auch effektivere Maßnahmen zur Bekämpfung von solchen Wirtschaftsmethoden, die Menschenrechte verletzen und negative Auswirkungen verursachen. Profit kann nicht das einzig vernünftige Ziel von Wirtschaftstätigkeit sein. Wie uns Papst Franziskus und andere Religionsführer sagen, wenn die Menschenrechte negiert werden, bringt das einen systematischen Ausschluss Schutzloser mit sich. Der Papst weist darauf hin, dass gegenwärtig eine neue Entwicklung geschieht. Es geht nicht mehr länger nur um Ausbeutung und Unterdrückung, sondern um etwas Neues. Ausschluss hat letztendlich etwas damit zu tun, was es heißt, Teil der Gesellschaft zu sein, in der wir leben. Die Ausgeschlossenen sind nicht länger nur das untere Ende der Gesellschaft oder ihre Fransen oder ihre Entrechteten. Sie sind nicht einmal mehr ein Teil von ihr. Die Ausgeschlossenen sind nicht die Ausgebeuteten, sondern Ausgestoßene, das, was übrig bleibt. Eine friedliche und kreative Gesellschaft wird möglich, wenn sich die Wirtschaft in einem Gefüge befindet, in dem der Mensch Priorität hat, in Freiheit seine Fähigkeiten einbringen kann und seine Würde in angemessener Weise anerkannt wird. Der apostolische Nuntius sagte auch, im Zusammenspiel von Geschäftsleben und Menschenrechten bietet sich eine gute Möglichkeit, die Wirtschaft weiterhin menschlicher zu gestalten. Dies zu vermitteln und auch die Sicht von Papst Franziskus ist das, was der Heilige Stuhl als seinen Beitrag zur Debatte anbietet. Wir sprachen mit Francesca Restifo von Franciscans International. Wir haben hier eine große Anzahl von Menschen zusammengeführt, die sich für den Schutz der Menschenrechte engagieren, für den Schutz von Bodenrechten und der Umwelt. Sie kommen aus den betroffenen Regionen, aus der Demokratischen Republik Kongo, Kolumbien, Honduras, Guatemala, den Philippinen, aus Indonesien, um sicherzustellen, dass ihre Stimme, die Stimme der Basis, die Stimme der Opfer, die Stimme der eingeborenen Völker hier gehört wird und ein Austausch nicht nur mit Regierungen oder Experten der Vereinten Nationen, sondern auch mit dem Wirtschaftssektor stattfinden kann. Pater Javier arbeitet mit Opfern und der eingeborenen Bevölkerung in Kolumbien. Für uns ist es sehr wichtig, hier in Genf im Rahmen dieses internationalen Forums mit Menschenrechtsvertretern und Vertretern des Wirtschaftslebens dem Schutz der Menschenrechte zuzuarbeiten, weil wir Brücken zwischen Organisationen, Regierungen, der Wirtschaft und den verschiedenen Gesellschaften bauen können, um den Dialog und das Verständnis untereinander zu erleichtern und sicherzustellen, dass unsere Würde sowohl als Menschen als auch als Söhne und Töchter Gottes vorankommt. Papst Franziskus sprach von einer Globalisierung der Solidarität und Brüderlichkeit. Die katholische Kirche, die universale Kirche, die Schwesterkirchen Großbritanniens wie auch Europas arbeiten an einer besseren Welt, einer Welt, in der Solidarität als Grundprinzip uns alle vereinigt.